Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Marina Brunner. Und ich bin Dean Haar. Wir machen bei der Unternehmensgruppe Fischer eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik und stellen euch heute unseren Ausbildungsberuf vor. Zudem zeigen wir euch, wie vielfältig und abwechslungsreich unsere Ausbildung ist. Wir befinden uns jetzt im Distributionscenter der Unternehmensgruppe Fischer, abgekürzt GDC. Das GDC ist mehr als ein Lager. Hier wird täglich Ware angeliefert, eingelagert, kommissioniert, verpackt und in die ganze Welt versendet. Die erste Station im GDC ist der Wareneingang. Hier wird täglich unterschiedliche Fertigware aus unserer Produktion und auch von externen Lieferanten angeliefert. Was man hier so alles macht, erklärt euch Dean. Bevor ich die Ware annehme und den LKW entlade, muss ich die Empfängeradresse auf den Frachtpapieren überprüfen. Es könnte nämlich sein, dass die Ware gar nicht für das GDC bestimmt ist. Wenn alles stimmt, lade ich die Ware mit dem Fahrzeug ab. Anschließend überprüfe ich mit dem Lieferschein, ob die richtige Ware in der angegebenen Menge geliefert wurde. Ist alles in Ordnung, kann ich die Ware am Computer in unserem EDV-System SAP buchen. Bei der Buchung muss ich sehr gründlich arbeiten, denn schon beim kleinsten Zahlendreher wird ein falscher Artikel gebucht. Die falsch ausgezeichnete Ware könnte anschließend spurlos im Lager verschwinden. Über das Förderband gelangt die Ware dann in unser vollautomatisches Hochregallager. Bei insgesamt 14.000 Stellplätzen findet das System sicherlich auch für diese Ware den passenden Lagerplatz. Eine weitere Station ist die Kommissionierung von Kundenaufträgen. Kommissionieren bedeutet, alle unterschiedlichen Produkte, die vom Kunden bestellt wurden, in eine einzige Sendung zusammenzufügen. Bei großen Bestellmengen kommissioniert man dabei direkt auf eine Palette. Bei kleineren Bestellungen wird in einzelnen Kartons kommissioniert. Wie das genau funktioniert, erzählt euch Marina. Mit meinem Fahrzeug fahre ich die verschiedenen Regale an und kommissioniere die angezeigten Produkte in den Karton. Über das Förderband wird der Karton durch das Fachbodenregallager transportiert. Anschließend läuft der Karton zur Pick-by-Light-Anlage. Hier kommissioniere ich über eine Lichtanzeige kleinere Produkte in meinen Karton. Am Packtisch kontrolliere ich die Lieferung und polstere sie aus, damit beim Versand nichts kaputt gehen kann. Auch beim Kommissionieren muss ich sehr sorgfältig arbeiten, damit der Kunde die richtigen Produkte erhält und zufrieden ist. Während meiner Ausbildung habe ich die Möglichkeit, andere Standorte der Unternehmensgruppe Fischer kennenzulernen. Hier befinden wir uns jetzt in der Logistik von Fischer Automotive Systems in Horb. Als letzte Station zeigen wir euch den Lagerleitstand. Hier im Büro wird das komplette GDC verwaltet. Bei den über 10.000 gelagerten Produkten darf man schließlich nie den Überblick verlieren. Dean, erklär uns mal, was du gerade machst. Ich steuere die einzelnen Kundenaufträge termingerecht in das System ein und fordere bei den Speditionen LKWs an. Damit am Ende die richtige Ware zur gewünschten Zeit beim Kunden eintrifft, benötigt es eine sehr gute Planung und die Überwachung der Auftragsbearbeitung. Neben den Kundenaufträgen bearbeitet der Lagerleitstand auch Reklamationen und Retouren. Von unserem GDC aus beliefen wir die ganze Welt auch per Luft- und Seefracht. Hier im Lagerleitstand erstelle ich die Exportpapiere sowie auch die jeweiligen Zolldokumente. Ich habe gerade mit einer Spedition telefoniert, um einen LKW zu avisieren. Wir fungieren als Schnittstelle zu den Speditionen sowie auch zum Vertrieb und teilweise zu den Kunden. Wir durchlaufen während der Ausbildung viele unterschiedliche Abteilungen. Schwerpunkt ist natürlich die Logistik. Aber wir lernen auch andere Abteilungen, wie beispielsweise den Einkauf, den Vertrieb und die Buchhaltung kennen. So stehen uns nach 3 Jahren am Ende der Ausbildung alle Türen offen. Jetzt haben wir euch einen kleinen Einblick gegeben, was man in der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik macht. Die Ausbildung findet aber nicht nur im Betrieb statt. An 1,5 Tagen in der Woche sind wir in der Berufsschule in Nagold.
Dort lernen wir die theoretischen Fachkenntnisse unseres Ausbildungsberufes. Ein persönliches Highlight war für mich das Fischerforum mit Uli Hoeneß. Das Fischerforum ist eine Abendveranstaltung bei uns im Unternehmen, bei der ein Prominenter als Gast eingeladen wird. Anschließend wird ein Thema zwischen dem Gast und auch unserem Firmeninhaber, Herr Professor Fischer, erläutert und ein Gespräch eröffnet. Wie ihr seht, besteht die Ausbildung also nicht nur aus fachlichen Themen, sondern wir lernen auch viel in Sachen Kommunikation, Präsentieren oder Teamwork. Projekte und Seminare runden das Ausbildungskonzept ab. So ist für jeden immer etwas dabei und wir können uns super weiterentwickeln. Habt ihr auch Interesse, in dieses Berufsfeld einzusteigen? Dann bewerbt euch doch jetzt!